Ja, an der Stelle herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aktuell laufen die Reaktionsvideos sehr gut, deswegen dachte ich mir, nehmen wir heute mal die zweite Folge von People of Boiler Room auf. Ja, wie man sicherlich sehen kann, habe auch ich eine aktuelle Corona-Frise. Ich habe das jetzt einfach mal so genannt. Und ja, es ist immer noch Corona-Zeit und deswegen auch nochmal hier. Von meiner Seite aus, ich habe ein paar Mixe hochgeladen, die könnt ihr euch auf Soundcloud, Mixcloud, auf Apple Podcast und so weiter gerne anhören. Auf Soundcloud gibt es auch schon ein paar neue Tracks, die in naher Zukunft herauskommen werden. Und ja, wie gesagt, schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Ein paar gute Mixe dabei, wie ich finde, um die Zeit zu überbrücken, ein bisschen Party zu machen, ist ja aktuell sowieso ein Trend, dass alle DJs ihre Mixe raushauen. Finde ich auch allgemein, wie gesagt, sehr gut. Und ja, jetzt wollen wir gar nicht mehr weiter rumlabern. Die ganzen Links und so weiter packe ich euch am Ende vom Video mit dabei und auch unten in die Videobeschreibung mit rein. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal hier in Folge 2 von People of Boiler Room rein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und let's go. Also das würde mir schon alleine auf den Sack gehen, wenn vor mir eine so stehen würde und die ganze Zeit mit ihren Armen dann so rumwedeln würde. Aber gut. Ah, okay, Solomon, sehr geiler Mix, habe ich jetzt vor kurzem auch noch mal mir angehört. Auch die Atmosphäre da sehr geil. Ach was, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe den Mix bestimmt schon total oft gesehen. Ich habe nur krass, auf was manchmal die Leute so achten. Ich meine, klar, man sieht das jetzt hier. Aber es ist halt andererseits auch so ein typischer Solomon-Tanzstil. Von daher denke ich mal, hat sie das einfach so aus einem Video irgendwie so übernommen und zufälligerweise. Oder sie hat halt, ich weiß nicht, ich muss nochmal eben zurückgehen. Guck die den. Ach, scheiße, war. Ja. Ja, man könnte sagen, die beobachtet, also die guckt schon. Schwierig. Oh, der führt den Track und ist direkt animiert, anscheinend jetzt das Mädchen da anzumachen. Oh, okay, anscheinend hat sie ein sehr gutes Parfüm oder ein sehr gutes Haarshampoo drauf. Das ist belastend. Ich wäre so der Typ dann daneben, der wahrscheinlich dann einschreiten würde und würde so wegdrücken. Okay, da kommt eine neue. Ja, diesmal könnte es was werden. Ja, sie hat aber mehr Augen für den DJ. Er guckt schon so nach dem Motto so. Oh, okay. Okay, neue Taktik. Ja, tanzen ist okay, aber sie fühlt sich wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen tanzen ist okay, aber. Das sind die besten. Also, für die, die das jetzt nicht verstehen, rechts ist der DJ, links ist quasi nur der, der mehr oder weniger virtuell den DJ nachmacht. Ne? Also, no front an der Stelle. Was, wenn sie Bowser sehen? Okay. Ja,
Okay, da kommt jetzt Security, ist natürlich auch manchmal für den DJ, also ich wäre auch so eine Person, wenn die Leute zu nah an mir dran stehen würden, würde mir das auch irgendwann, denke ich, auf den Sack gehen. Normalerweise hat man die auch immer vor einem, hinter einem, ne? Also es gibt ja auch gewisse DJs, die dann da sehr viel rumzappeln, rumhantieren, wie so ein Martin Garrix zum Beispiel. Da kann auch schon mal was passieren, ne? Also deswegen ist das gar nicht verkehrt, wenn da mal eben so ein Security durchläuft. Aber in dem Fall ist es wohl ein anderer DJ, der da zurückgewiesen wird. Also er ja anscheinend. Ja. Okay. Er ist jetzt Koch und nicht mehr DJ. Oha, okay, er lacht noch, er scheint das irgendwie ganz cool zu nehmen, aber das ist natürlich ein No-Go. Ich habe das schon mal gehabt, habe ich dann einen Track reingehauen, musste kurz pinkeln und kam von der Toilette wieder und eine Dame war dann auch irgendwie bei mir an den Sachen dran. Bin ausgeflippt, hat dann auch Hausverbot bekommen. Sie konnte das gar nicht verstehen, aber ich habe dann auch versucht, ihr zu erklären, wie es denn wäre, wenn ich an ihre Sachen dran gehen würde oder ob sie denn die Sachen bezahlen würde, wenn sie jetzt zum Beispiel mit ihrem Getränk mir meine ganzen Sachen kaputt machen würde. Also, wie gesagt, macht es einfach nicht. Es stellt sich für mich nur die Frage, es könnte halt auch sein, dass das jetzt schon irgendwie ein anderer DJ ist, der dann irgendwie davor oder danach nochmal auflegt und jetzt da einfach mal sich einen Spaß gemacht hat und da eingegriffen hat, weswegen er vielleicht so cool bleibt. Kann aber andererseits natürlich auch wiederum sein, dass der DJ in dem Fall cool bleibt, weil er weiß, das Ganze wird ja auch aufgenommen, ne? Und das wäre dann nicht so cool. Ist eine schwierige Situation, aber grundsätzlich macht es nicht. Das ist auch wieder so eine Situation, dass er es für... Oh, ich ahne schon, was passiert. Okay. Ach, das ist einfach mal sehr belastend. Okay, es sind anscheinend die beiden Türsteher, wobei, Moment, er hat das Pult vor sich. Ist er der DJ oder was? Er ist tatsächlich der DJ. Okay, also das ist sowas wie der Vorreiter von Salvatore Garnacci anscheinend. You're not ready for this. Boiler Room, make some noise, yo. Er kommt auf jeden Fall richtig aus sich heraus. Okay, das war wohl auch dann schon der letzte. Gut, klar, jeder muss sich irgendwas einfallen lassen, wie er irgendwie vielleicht auf sich aufmerksam macht. Der eine setzt sich einen Mauskopf oder einen Marshmallow-Kopf auf, der andere, wie gesagt, macht dann akrobatische Tänze auf der Bühne. Er macht halt sowas. So macht halt jeder irgendwie was anderes. Ja, ich sag mal, das war's anscheinend dann auch wieder mit dem Video. Das war Folge 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Subscribe den Channel, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.